Hallo, eine meiner Lieblingswerkzeuge ist diese kleine Wärmebildkamera. Aber es hat ein echt nerviges Problem, nämlich der Akku. Der Akku wird ohne Nutzung leergesaugt. Und wenn es auch voll aufgeladen ist, es hält sehr kurz. Also es kann sein, dass von 80% bis 40% in ein, zwei Minuten abfährt und dann sagt schon, dass hallo, hallo, ich bin bald leer und von 40% bis null oder beziehungsweise bis ausschalten dauert es nur einige Sekunden. Wenn 5 Minuten läuft, das ist schon gut und es war so, also wenn es noch neu war, daran versuche ich jetzt etwas ändern, nämlich es ist so, dass es hat zwei Anschlüsse, einer für die Laden und andere für mit dem Handy zu verbinden. Und über diesen Anschluss lädt das nicht. Also hier wird es nur benutzt, aber der Akku wird dadurch nicht geladen. Wenn man das etwas länger benutzen will oder will nicht, dass es an dem Moment, wann man das braucht, gerade leer ist und dann man noch extra laden muss, dann einstecken muss und dann es ist doch nicht so mobil. Also das ist die zweite Problemchen mit dieser Sache. Aber es soll eine Ende zu sein. Schauen wir, wie das geht. Also normal über USB-C Adapter geladen, nimmt der kleine ungefähr 0,4 Ampere Strom auf. Und mit meinem Handy geladen nimmt es auch ungefähr 0,4 Ampere auf. Also es kann kein Problem sein, über mein Handy das Wärmebildkamera laden zu lassen. Also erst mal diese zwei Abdeckungen müssen abgenommen werden. Einmal, zweimal. Ich habe hier zwei Torx-Schrauben drin. Dann kommt es schon so ab. Dann abziehen. Hier haben wir diese super Akku drin. Ich will prüfen, ob hier unsere 5 Volt ankommt. Hier soll es eigentlich ankommen. Hier haben wir eine Seite minus, andere Seite positiv, die zwei Datenleitungen. Und das soll hier unsere Ferrispule sein. So, und jetzt will ich wissen, ob unsere 5 Volt aus dem Handy hier ankommt. Also, hier soll es unsere 5 Volt sein. Ja. Und damit haben wir recht einfache Aufgabe hier. Nämlich, dass wir diesen Punkt mit diesem Punkt, wo die Ladeanschluss seine Spannung anliefert, verbinden. Na, so schön ist es geworden. Und schauen wir, wie das live funktioniert.
So. Baue das Ganze wieder zusammen. Also diese Umschalung dran. Unterteil. So, Schrauben rein. Andere Seite ebenfalls. Und die kleine Abdeckungen. Einmal, zweimal. Also, steck mal das Ding hier rein. Es ging selbst an. Abstartet. Und oh, hier sieht man, dass der Akku wird geladen. 88%. Hello. 89. Also es geht hoch und nicht runter wie zuvor. Oder besser, wenn ich so zeige. 90% gerade. Also ich glaube, ich habe meine Probleme damit gelöst. Aber ich muss dazu sagen, wenn du dein Gerät irgendwie nach dieser Anleitung beschädigst oder ganz kaputt machst oder egal was machst, ich nehme keine Verantwortung. Ich habe nur gezeigt, wie ich für mich das gemacht habe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.